Bist du aber genau richtig. Wir steigen jetzt zur Sekunde ein in die Reaction zur zweiten Staffel Seven vs. Wild Panama, die Aussetzung. Es geht los. Eins in den Chat, wenn ihr bereit seid. Ja, ich bin's auf jeden Fall. Let's go. Bevor das Projekt jetzt endlich losgeht, noch eine wichtige Info. Es hat alles sehr, sehr viel Geld gekostet. Das muss natürlich finanziert werden durch passende Sponsoren. Von daher gibt es pro Folge jetzt einen 30-Sekunden Werbeslot. Der macht das Ganze erst möglich. Ihr supportet das damit, guckt es euch also an und spart an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was. Wie sollte es anders sein? In Folge 1 natürlich Rhino Shield als Partner mit einem Start. Die haben damals schon in Schweden die erste Staffel überhaupt erst möglich gemacht, haben mich auf vielen Touren unterstützt und wir haben diverse Outdoor-Tests. Ihr sagt mal bitte, passt die Lautstärke so, auch wenn ich spreche und das Video läuft. Ihr sagt mal bitte Bescheid, wenn ich irgendwas verändern soll. Danke, schwimmen wir es mit den Mitarbeitern oder so schaut's aus. Extrem Outdoor-Tests mit dem Handy gemacht. Hier ein kleiner Einblick. Und rauf auf den Stein. Es wird nur dreckig, aber kaputt geht's nicht. Man nehme eine rostige Machete, eine Rhino Shield Hülle und ein Handy. Man kann das Ganze super malträtieren. Das klingt sehr unangenehm, aber das Handy bleibt heile. Ganz ehrlich, wir hatten wirklich ein bisschen Angst, dass es nicht überlebt hat. Deswegen Hülle ab. Aber das Handy ist wie neu. Es ist nichts dran. Es hat mal wieder funktioniert. Wenn ihr euer Handy also optimal schützen wollt, gönnt euch eine Hülle von Rhino Shield mit dem Rabattcode 7WILD. Spart ihr 17%. Und den Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und der Videobeschreibung. Und es geht los. Simsalabim. Simsalabim. Da bin ich wieder. Hallo. Staffel 1 war kalt, nass und hart. In der Wildnis von Schweden durften wir Angst, Verzweiflung und Glück gemeinsam mit 7 Kandidaten erleben. Am Ende schafften es 3 von ihnen, die 7 Tage durchzustehen. Bei dieser Staffel ändern sich ein paar Kleinigkeiten. Wie in Staffel 1 werden 7 Kandidaten... Ich höre es jetzt zum ersten Mal so richtig aufmerksam, mit Kopfhörer, Vollbild, alles drum und dran, zum ersten Mal mit euch. Let's go, wir gehen rein. Für volle 7 Tage... Ich bin auch sehr am Knossi gespannt. Was ist eure Einschätzung, Knossi? Wie viele Tage glaubt ihr, schreibt es mal in den Chat, wie viele Tage glaubt ihr heute der Knossi durch? Ich finde es übrigens sehr beeindruckend, dass sich sehr viel in diesem Projekt einfach um einen Knossi dreht. Der polarisiert so abartig, der ist so am Weg nach oben, dieser Knossi. Und auch zu Recht, also absolut zu Recht, wirklich. Aber wir fragen gar nicht, es kommt gar keiner auf die Idee zu fragen, was glaubst du, wie lange wird die Sabrina drinnen sein oder der Joris als komplett Nobody? Knossi, wie lange wird der Knossi drinnen sein? Was glaubt ihr alle? So, verstehst du? Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Auch, dass das Orga-Team am Flughafen gestanden ist, mit der Tafel, vielleicht habt ihr das gesehen, nicht mit Seven vs. Wild, sondern Seven in the Wilds sind die Turten gestanden. Der Influenced, der ist unfassbar, der Knossi. So, 3 Tage hält der Knossi durch. 2 Tage sagt der Freetowner. Marvin denkt auch 3 Tage. Wir werden es erleben. Ich sag, der zieht durch. Ich sag, der zieht durch. 4,5 oder 5, wie auch immer. Okay, gibst du mehr auf jeden Fall. Ich sag, der zieht durch. Ich glaube, dass der rausgeht mit 7 Tagen. Tage alleine ausgesetzt. Allerdings hat im Vorfeld eine Selbsteinschätzung darüber entschieden, wie viele Gegenstände jeder Teilnehmer mitnehmen darf. Die Gegenstände wurden im Vorfeld zusammen mit Erste-Hilfe-Sets und Kommunikationstechnik in einem Dry-Bag an dem jeweiligen Ort der Aussetzung platziert. Ganz ehrlich, wer hat sich so vorgestellt? Wer von euch hat sich so vorgestellt oder wer hat eher so dieses Bild von Sandstrand, übermäßig Palmen und dann so dichten Urwald? Wer hat sich so einen kroatischen Hausmeisterstrand vorgestellt? Hui! Eieiei! Mittels GPS-Sender müssen die Teilnehmer täglich durch einen Code Green bestätigen, genau, dass sie am Leben sind. Ein Code Yellow bedeutet einen Abbruch, ein Code Red einen Notfall. Ich sterbe gerade. Das Öffnen des Medikits führt zu Punkt. 10.000 Euro Privatwette, genau, zwischen Sascha und Knossi. Die übrigens sehr gute, die sind so.
Und die haben sich eine Privatwette über 10.000 Euro hergerichtet, wie er als erster ausschaut. Unfassbar. Abzug. Unfassbar. Außerdem gibt es jeden Tag eine Challenge, die bewältigt werden kann. Die höchste Gesamtpunktzahl aus allen Challenges bestimmt den Gewinner. Wäre interessant, ob das ein Event ist, wo man offiziell wetten kann mittlerweile. Ob es da Buchmacher gibt, die tatsächlich, also ganz offiziell natürlich, natürlich wird es irgendwem geben, der Wetten drauf annimmt. Aber so offiziell, ob das schon so ein großes Event ist, wo man sagt, okay, ich gehe dort hin und platziere ganz aktuell und offiziell eine Wette. Interessant. Sind schon unfassbar fett. Die Aufnahmen allein sind schon mal unfassbar fett wieder mal. Participants welcome to Seven vs. Wild. Oh, das ist Ed Stafford! Das ist der! 60 Tage auf der Insel wurde den. Habt ihr den? Kennt ihr irgendwer? Was ist das für eine Serie? Ed Stafford. Da habe ich irgendwas verpasst, glaube ich. Ist das irgendein D-Max-Typ oder was? 60 Tage in der Wildnis oder um was ist da gegangen? Ed Stafford, kennt ihr irgendwer von euch? Das Ding verliert den Zahn, das ist der. Ah, ist das Naked Survival oder so? Kennt man das? Also ist das das? Ich kenne das nur so, wenn du schreibst, nackt. Naked Survival, Kenny. Das ist der. My name's Ed Stafford and I've traveled all over the world in no, was, okay, areas okay, and had to handle many difficult situations. Over the next 7 days you will experience firsthand how tough that can be. Otto, Joris, Nova, Sabrina, Sascha, Nossi and Fritz. Some of you are experienced, others less so. In the end, however, it all comes down to just one thing, the will to persevere. I hope all of you will make it through the 7 days and I wish you an exciting and unique experience. Good luck. Ja, man. Ja, da hat der Knossi, bis dahin hat der Knossi schon so viel zum Erzählen gehabt, was zusätzlich noch passiert ist. Unfassbar. Ich freue mich schon auf den, auf die Stream-Highlights vom Knossi, morgen wahrscheinlich, und auf seine Reaction. Muss ich mir unbedingt anschauen. Let's go. Einen eigenen Track sogar, Alter. Absolut, absolut. Alter. Jens Knossi Knossalla, König des Internets, Entertainer, Schreier. Beste.
Beste. Knossis Mundwerk brachte ihm den Platz in dieser Staffel ein. Seinen Durchhaltewillen stellte er unzählige Male auf dem Weg an die Spitze des Internets unter Beweis. Doch Ruhm, Anerkennung und Applaus gibt es im Dschungel nicht. Wird er 7 Tage mit sich selbst verbringen können? Durch, er zieht einfach durch. Mörderisch, mörderisch. Ja, stimmt. Ich glaube ihm das aber sogar. Oh, geil. Stell dir das vor. Mächtig, Mann. Mächtig. Dazu hat er auch eine Geschichte erzählt. Könnt ihr euch dann auch morgen in der Reaction anschauen. Das war nicht unbedingt so geplant, dass er so weit vom Strand abgesetzt wird. Das war eher so ein kleines Missverständnis. Sehr, sehr arg. König Knolli. Servus, Bruder. Du bist gerade gesprungen. Ich sehe genau deinen Spot. Servus, Niki. Grüß dich. Süßwasser. Geh rundherum. Ich hoffe, du machst es. 7 Tage, Bro. Alles Gute. Du schaffst es. Urgeil. Boah. Hey. Ich hab das nicht geschafft. Ich hab gedacht, ich muss kurz warten. Bis ich renke. Ich will mich nicht fassen. Ach, genau. Ich hab echt nicht. Ich sterbe. Ich möchte mich übertragen. Glaub mir. Ich komm gleich. Kurz schlafen. Cool. Bei seiner eigenen Reaction sagt er, an diese Szene kann er sich zum Beispiel gar nicht erinnern. Der weiß gar nicht, wie er an Land gekommen ist. Also ich glaube ihm, dass der wirklich komplett kaputt war. Sehr, sehr arg. Aber es ist natürlich... Ich glaube trotzdem, der will es uns allen noch zeigen. In dieser Serie. Alles gut, natürlich. Selbstverständlich. Sehr beeindruckende Aufnahme noch auf jeden Fall. Antonia Starletnova. Streamerin, Frohnatur, Schmuckdesignerin. Von vielen wird sie als die Schminktussi abgetan. Durch ihre Zusage wurde allerdings klar, sie hat deutlich mehr Mumme. Und was glaubt ihr? Wie lang? Starletnova? Ich sag... Ich sag, ja, Pfadfinder, hey, ich sag, 5 Tage, 5 Tage sag ich. Was sagt ihr, was gibt's hier? Mal so mancher Internet-Hater. 2, maximal 3, glaubt der Dynamo, okay. Was sind da schon 7 Tage, okay, oder? Okay. Kann ich auch gar nicht einschätzen, ich kenne die gar nicht. Nova macht 7, ja Mann. Hier, Muffin, okay. Aber super tough. Eine da schön gestreckt. Hände vor der Brust verschränken. Ja, Mann. Wo ist sie nu? Wo ist sie nu? Da ist sie ja. Fritz einfach wieder. Da ist das Ding. Fritz. Man bezeichnet Frauen nicht als das Ding, auch nicht im Dschungel von Panama. Bitte. Das Ding, da ist das Ding. Das benutze ich doch später. Hinterher geil. Jawohl, Mann. Der ganz spezielle Meinige-Moment.
mal gleich alles nass. So startest du mit diesem Abenteuer. Alles am Körper mal nass. Ja. Natürlich, auf jeden Fall Wetter, auf jeden Fall Wasser, aber auch eine Riesenportion Mindset natürlich. Ja, das ist ganz klar. Ganz klar. Ja, das wird dort, wenn nicht die Hauptrolle spielen, wie es da einfach gestrickt bist, geistig. Okay. Das war anstrengender als gedacht. Aber ich bin hier. Ich habe einen richtig geilen Spot. Oh mein Gott. Was ist das da? Sorry, dass ich außer Atem bin. Oh mein Gott, ich bin so dankbar. Wasser ist immer gut. Ich werde jetzt einmal ganz kurz Luft schnappen und mich ausziehen. Wasser ist immer gut. Ausziehen ist auch immer gut. Ja! Yeah. Ihr wisst schon, was ich mache. Wahnsinn. Und auf den Otto bin ich, den habe ich schon vorher ein paar Mal gesehen, aber nicht wirklich angeschaut, nicht verfolgt. Und auf den bin ich jetzt erst im Laufe dieser Staffel Seven vs. Wild draufgekommen. Ich liebe seine Videos. Das ist einfach, der hat halt ein Mindset. Unfassbar, in so vielen Belangen des Lebens. Nicht nur als Soldat, sondern bestimmt auch als Vater, als Mann, als Geschäftsmann vor allem. Ja, der hat einen Handel mit amerikanischen Süßigkeiten und so Geschichten, so Snacks am Laufen und ist da sehr, sehr erfolgreich, extrem bodenständig und ganz witzig, der streamt seit kurzem und jetzt macht er so Reaction-Videos auf Military Fails und das ist so lustig zum Ausschauen, weil der damit einfach gar nichts zu tun hatte bis jetzt, ja, und das sind alles so Sachen, die Videos kennen wir zuhauf, ja, wo irgendwelche Raketenwerfer nicht funktionieren und blub, und Ding. Das hat sich der alles zum ersten Mal angeschaut, als 40-jähriger Mann. Sehr, sehr lustig. Also unbedingt Bulletproof, Entrepreneur. Wenn ihr Bock habt, schaut rüber zu seinem Kanal und schaut ein bisschen durch die Videos. Und ja, ganz viel zum Thema Mindset hat er zu sagen. Und da lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen zuzuhören. Let's go. So Bulletproof. Ex-Soldat, Unternehmer, Giga-Chat. Wenn ich nicht ja, so Mann! Verstehst? Der ist so Alpha, der kann auch ein Ding einhorn hinten. Ja, Mann! Vater hätte, dann würde ich Otto nehmen. Denken sich wahrscheinlich viele bei diesem Schatten. Nur mehr Bulletproof, okay, alles klar. Erfahrungen und die härtesten Survival-Lehrgänge der Welt machen ihn zum Mindset-Monster. Die Erwartungen der Community sind hoch. Machete. Vielleicht zu hoch. Sonst nix. Wie ein Profi-Fallschirmspringer. Richtig geiler Typ. Ja genau, den zweiten Mal kenne ich auch schon. Was ein geiler. Und ich glaube, dass der Otto genau da diese Erfahrung auspacken kann und sich aus dem ein oder anderen Müll, ja, sage ich jetzt einmal, sicherlich ein bisschen was Vernünftiges und Sinnvolles basteln wird können. Luftbett.
muss man mal verarbeiten. Ja, obwohl, der ist ja mit irgendeinem Handicap schon dort hingeflogen. Der hat ja schon irgendwas. Ich melde mich gleich. Ich muss erstmal Luft rein. Fritz Meinecke salutiert mit links. Alter. Abenteurer Skandalnudel Gemeinecke. Als Gewinner der ersten Staffel steht Fritz unter besonders hohem Leistungsdruck. Jeder Schritt wird von der Community genau beobachtet. Im Gegensatz zu Schweden sind seine Erfahrungen im Dschungel begrenzt. Wie viel steckt wirklich hinter dem Motto Life begins at the end of your comfort zone? Mhm. Ebenfalls nur Machete. Kreuzschmerzen, ja genau. Und ja, sowas kann natürlich das größte Mindset-Monster trotzdem aus dem Rennen werfen. Ja, wenn das einfach solche Schmerzen sind, die man nicht erträgt, bleibt es am Ende des Tages immer noch keine echte Survival-Situation, sondern einfach ein YouTube-Projekt. Und da geht einfach die Gesundheit dann definitiv vor, glaube ich jetzt einmal. Wir sind wieder hier, in unserem Revier. Wir waren niemals weg, haben uns nur versteckt. Panama. Holy shit. Ich werde mir jetzt erstmal ganz kurz 5 Minuten Zeit nehmen, runterkommen, atmen, mein Seidel ist da oben, pinkeln gehen. Und erstmal wirken lassen. Nicht überhastet rangehen. Jawohl. Sondern so schaut's aus. In Mutter Natur heißt den Kopf nicht willkommen. Das ist ein Wasserspot. Also die anderen hatten krass viel Todesfallen fallen. Die hatten teilweise Strand. Ja, ja. Aber egal. Ich suche mir was Schönes. Da drüben ist Riesenufer. Geil. Riesiger Spielplatz. Ist geil. Gar nicht gefragt, was glaubt ihr, wie lange bleibt der Fritz drinnen? Was glaubt ihr, wie lange wird der Fritz drinnen bleiben? Eieieiei. Otto ist auch gerade auf Twitch, okay, alles klar. Alles klar. Ja, wie gesagt, jetzt sind gerade alle am Reacten natürlich. Geil, dass die alle den Respekt haben vor dem Projekt und die 24 Stunden gewartet haben. Außer Thomas Gast. Das schauen wir uns noch an, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der zerreißt es ziemlich. Joris, Community Wildcard, Hobbybiologe, Jungspund.
Joris hat schon so manchen Dschungel gesehen. Als Vertreter der Zuschauer sollte seine Motivation entsprechend hoch sein, die 7 Tage zu meistern. Outdoor und Bushcraft waren bisher allerdings nur ein Nebenprodukt seiner biologischen Forschungsreisen. Stimmt. Wie schlägt sich der Neuling? Schauen wir mal. Deppert. Einen Rotor. Geil! Natürlich, natürlich ist mir schon klar, wie das funktioniert. Nichtsdestoweniger sind das alles keine Leute, die von Standard wegen aus Hubschraubern ins Wasser springen. Also deswegen, für jeden Respekt. Außer Otto, der hat sowas schon mehr und mehr und mehr und mehrmals gemacht. Ultra geil! Erstmal gucken. Landung war gut. Schwimmen war okay. Hatte seitlich Gegenstrom. Alter. Genialer Spot. Ich hoffe, jetzt nicht Frischwasser. Das heißt, wenn ich. Sascha Huber! Österreich, jawohl Mann, du hältst unsere Fahne hoch in diesem Projekt. Let's go! Ja, da ist auch hinten, seht ihr das? Da? Könnte auch Süßwasser sein. Eventuell. Und auch da, Uhr für Mist, einfach. Überall bunt, weil irgendwelche Plastiksackerl, Plastikteile angeschwemmt werden. Fürchterlich. Let's go! Sascha Huber. Fitness-YouTuber, Dorfkind, Österreicher. Ja, Mann. Wirklich zu schaffen macht Sascha nur, ob sein Bizeps die 7 Tage übersteht. Solche Muskelberge sind schön anzusehen, aber verbrauchen eine Menge Energie. Wird ihm sein Adoniskörper zum Verhängnis? Scheiße! No fucking excuse! Immer nur so einen knappen Ausschnitt von dem, was da rundherum ist. Also es besteht die Möglichkeit, dass einfach so ein paar Schritte nach dem Kameraausschnitt, dass da, keine Ahnung, Sandstrand noch ist, ein anderer mit Palmen, alles drum und dran, pipapo. Schwimmen mit Gewalt ist auf jeden Fall eine hässliche Angelegenheit, weil sich das alles halt innerhalb kürzester Zeit ansaugt. Und ja. Und auch da war ein kleiner Wasserzulauf noch kurz vor diesem
kurz vor diesem Schotterstrand da. Da seht ihr das ganz unten, da. Ja, kann Süßwasser sein. Wenn man Glück hat, ist das Süßwasser. Mit den jeweiligen Trinkfiltern, ja, kein Problem. Schaufett. Und jetzt muss man sich halt überlegen, was da drinnen alles wohnt, Alter. Verstehst? Während du da auf entspannter Rino ein Schläfchen holst, ist das voller Leben, dieser Wald wahrscheinlich. Salut! Wo bin ich hier? Scheiße! Wo sind die Palmen? Das ist keine einzige Palme! Keine einzige Palme! Also oh yeah! Da ist nichts! Scheiße! Mal die Gegend absuchen, vielleicht findest du noch welche. Und Sabrina. Was glaubt ihr, Sascha Huber, wie lange bleibt er drinnen? Reef sagt 3 Tage für den Sascha. Sabrina Outdoor. Outdoor-YouTuberin, Newcomerin, Grinsebacke. Seit gut einem Jahr produziert Sabrina Teile, Inhalte zum Thema Outdoor. Nach kurzer Zeit kaufte sie ihren eigenen. Sabrina und Nova gehen früh, glaubst du? Glaubst du wirklich? Bei der Sabrina muss man dazu sagen, die ist kein Profi, auch nicht annähernd im Outdoor-Bereich. Wie gesagt, sie ist eine Anfängerin, die sehr bemüht ist, ganz viele Sachen ausprobiert in ihren Videos. Man merkt aber halt auch also ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen eine botscherte Herangehensweise, ein bisschen tollpatschig, aber sehr liebenswert und so am Ende kommt sie immer irgendwie ans gewünschte Ziel. Ja? Aber es fehlt ja definitiv ganz, ganz viel zu einem Survival-Outdoor-Experten. Nichtsdestoweniger glaube ich, ja, ich weiß nicht, ich gebe auch ihr 4 Tage, 5 vielleicht sogar, so wie Starlet Nova. In den Wald. In der Vergangenheit zeigte sie bei Projekten wie dem Ocean Raffi, Warrior danke schön für 200 Gummy Rings. Wird der Dschungel sie brechen? Ja, Mann. Durchaus unterschiedliche Aussetzungspunkte. Von Sandstrand bis oder Steinfelsen und Erdrutsch ist alles drinnen.
ausgesetzt auf einer tropischen Insel. So, und jetzt gehen wir noch ganz kurz in die Eindrücke rein und kurze Forscherimpressionen. Kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um wild... Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der... So, das war der Otto mit Bogenschießen, da haben wir ja was, ist was. Jawohl, Knossi, Mann. Ja! Keine Kamera. Was ist das? Der hat schon irgendeinen Flipflop mit irgendeinem anderen Patschen, schau. Okay, ein bisschen bequemes Schuhwerk gesammelt und gefunden am Strand. Wer ist das? Das ist nochmal der Joris, glaube ich. Hi, Nori. Teams, kein Kontakt zu... Schau dir das an, was da herumkugelt. Das ist ihr Wasserfilter, der Greil-Wasserfilter. Unmengen Plastikflaschen. Dann so Crocs. Noch viel, viel mehr Plastikflaschen. Unfassbar. Unfassbar. Irgendwelche Schwimmbehelfe. Zur Außenwelt. Vollkommene Isolation. Oh shit. Knossi von hinten nackt. Ist aber irgendwie stylisch. Es ist stylisch. Eins in den Chat, wenn du findest, das ist stylisch. Bis deppert, das hat was. Das hat durchaus was. So. Screenshotten. Danke. Das fühlt sich gerade an, als würde das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. So, jetzt sehen wir nochmal die Spots. Kommen wir kurz zum Otto zurück. So, Otto. Da kommt, ich würde sagen, da kommt Süßwasser raus ins Meer. Also wenn er Glück hat, hat er da so einen Fluss, der wird vielleicht noch verzweigen da drinnen. Dann hat er da jede Menge Schotter, Strand und Bäume. Also Holz ist da geil. Das fühlt sich gerade an, als würde das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. So, Nova. Langgezogen Palmen, eventuell Kokospalmen, da kenne ich mich nicht aus. Gibt es Palmen, die keine Kokosnüsse tragen? Ah, ich weiß es leider nicht. Ansonsten eher nicht so feiner Strand, wobei, ja, wird es auch einen Platz halt geben. Und oben dann aber so Abrutsch. Da geht der Bär, ah. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ja? Boah, schau das an. Vielleicht belastet sie aber auch genau diese Situation da. Was? Wir können da jetzt nur mutmaßen. Das muss nicht zwangsläufig damit zu tun haben, dass sie weg will oder nicht mehr kann. Sondern einfach auch diese Verschmutzung auch einmal live mitzuerleben in einem vermeintlichen Paradies. So, Joris, ebenfalls langgezogener Strand, aber schon sehr dichter Wald da rundherum. Und der liegt da ziemlich am Eingang zum Job. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Und auch hier sehen wir hinten schon Netz, diverse Plastikdingens. Also ich glaube, da werden sie einiges angeschwemmt bekommen. Mal schauen, ob sie das auch gut verwerten können. So, Sascha. Ja, aber ist auch fett. So, was ist da? Großer Strand. Dann geht es da ein bisschen rein sogar. Da ist ein bisschen Schutz. Auch massig Holz natürlich. Ich würde sogar vielleicht eventuell schauen einmal darüber. Da ist das irgendeine Höhle. So schaut das aus, oder? Vielleicht kann man da drinnen sogar liegen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Gut, Fritz ist da irgendwie komplett weg vom Schuss, aber im Prinzip auch gleiches Bild. Strand direkt am Waldrand, das ist unfassbar übrigens. Da die. Was ist da hinten für eine Pyramide, Alter? Ist keine Pyramide, das gehört zur Grafik. Die Ausrüstung für sie ist hinterlegt jeweils dort am Spot schon, genau. Und das Kriterium oder das Auswahlverfahren war diesmal ein Skill-Ranking. Ja? Die haben sich selber eingeschätzt, was sie können, gut oder eher nicht so. Und von
von bis ist es dann bewertet worden. Und je besser du bist, desto weniger Gegenstände durftest du mitnehmen. Sprich, Otto, der Ex-Soldat, und der Fritz, den wir da gerade im Bild haben, die fahren überhaupt jeweils nur mit einer Machete dorthin. Nur Machete. Kein Feuerstahl, kein sonst nichts, kein Zelt, kein Tarp, kein gar nichts. Machete. Ja, und der Knossi ist der mit den meisten Gegenständen, und einen Gegenstand davon hat er sich entschieden, das sind 7 Zigaretten. 7 Stück Zigaretten gelten als ein Gegenstand. Und da hat er mal auf irgendwas verzichtet, Zelt oder irgendwas, damit er 7 Zigaretten mitnehmen kann. Aber es ist korrekt, ist korrekt. Und wie gesagt, die Ausrüstung ist jeweils an den Spots schon hinterlegt, in einem Dryback. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Knossi, nice, muss ich sagen. Knossi, sehr nett. Sandstrand, Palmen, viel trockenes Holz, wie ich das beurteilen kann einmal. Wobei ich keine Ahnung habe, wie die Luftfeuchtigkeit in Panama ist oder in dieser Dschungelregion ist. Aber das schaut mir schon mal ziemlich brauchbar aus. Auch wenn ich da umschaue, so, da kann man sich vielleicht so ein bisschen an den Waldrand hinlegen, so vielleicht mit Rücken zum Hügel da auf, dann aus dem Rücken ein bisschen Schutz, fühlt man sich ein bisschen sicherer als Anfänger draußen in der Nacht. Ja, gefällt mir sehr gut. Also da könnte ich schon, kann man den schon schmücken. Das hier ist ein anderes Level. Sabrina hat da auch Strand und dann gleich rauf den Berg. Ja, ich glaube, es hat jeder Spot, aber das werden wir heute auch erst über die nächsten Folgen herausfinden. Ich glaube, dass jeder Spot einfach Vor- und Nachteile hat. Das werden sie sich dann, wenn sie sich gegenseitig austauschen, wie es war, werden sie dann drauf kommen, dass vieles, was sie vielleicht verteufelt haben, gar nicht so wild war, so im Gegensatz zu dem anderen. Ich hätte so gerne einfach mal meine Liebsten haben. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint! Wann? Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. So schaut's aus. Bricht deine Psyche. Welcome to the jungle. Ich habe gekämpft ohne Ende. Seven versus Wild. Panama. Es wird feierlich. Jeden Samstag und jeden Mittwoch kommen die Folgen. Das bedeutet, wir sehen uns jeden Donnerstag und jeden Sonntag. 24 Stunden nach Veröffentlichung sehen wir uns auf jeden Fall und reagieren auf die letzten Folgen. So schaut's aus.